So, moin moin und herzlich willkommen auf dem Kanal von Datenation Gaming, auf meinem Kanal. Ja, und zwar wollte ich mit diesem Video einfach mal irgendwie ein fettes Lob an alle, also an alle, die mich abonniert haben, die meine Videos schauen und so weiter sagen. Ich wollte einfach mal Danke sagen. Ich habe mir für das Video ein bisschen Mühe gegeben, beziehungsweise mal nicht so wie die anderen Videos. Gut, man muss sagen, die anderen Videos, die habe ich auch immer ein bisschen zusammengeschnippelt. Ne? Je nachdem, wie es halt aussah mit den Szenen. Ich persönlich, wie gesagt, wollte euch sagen, danke mit diesem Video. Dieses Video wird aber noch einiges mehr bergen. Also ich habe da gesagt, komm, 500 Abonnenten, das ist eine super Zahl. Das ist eine Zahl, ich sag mal so, die habe ich mir nicht gedacht vorher. Also ich habe nicht gedacht, dass die Zahl so steigt. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt übrigens gerade auf der Base von uns. Wie man auch jetzt schon in den letzten paar Minuten gesehen hat, habe ich die Base ein bisschen aufgenommen. Ich habe eigentlich ein bisschen mehr geplant gehabt mit Rauchkanal und so weiter, um es ein bisschen schön zu machen. Aber gut, habe keine bekommen. Und das ist Safe Zone. Keine Ahnung, wo es die gibt. Muss man wahrscheinlich finden. So, auf jeden Fall nochmal ein Dankeschön an jeden Einzelnen. An meine Mates, die auch gut unterstützen, auch mal Like geben etc. Ich meine, es muss nicht sein, dass es jedem die Videos oder so gefallen. Es sind Videos, die, oder ich versuche meine Videos immer so zu gestalten, dass es eine bestimmte Gruppe anspricht. Nämlich die, die eventuell auf Action stehen, die eventuell darauf stehen, auch mal, also sag ich mal, ja, das ist blöd ausgedrückt, aber mal wirklich eine Gruppe zu sehen, die da eventuell mal vielleicht eine Mission macht etc. Und das gab es ja in der letzten Zeit auch öfters. Warum ich diese 500 Abonnenten erreicht habe, das war einfach wegen Lakeside hauptsächlich. Also ich glaube wegen Exile oder durch Exile kamen glaube ich um die 150 von den ganzen Abonnenten dazu. Aber die Hauptabonnentenzahl, die habe ich natürlich durch Lakeside gemacht, weil ich dann mal auch Videos gemacht habe. Ich habe da gute Szenen rausgeschnitten. Beispielsweise mein Einstieg in die State Police, mein Praktikum, wo ich beispielsweise alleine eine Bank, ja, geradet habe. Ist, muss ich ehrlich sagen, eine ziemlich krasse Angelegenheit gewesen. Es war ein ziemlich gutes Video. Deswegen habe ich mir auch viel Mühe gegeben für das Video. Was man natürlich dann auch gesehen hat, also ich habe glaube ich da auf dem Video über 3000 Aufrufe, das ist auch eine krasse Zahl, wenn ihr mal immer mal wieder Videos seht. Auf manche Videos kann ich wirklich nicht nachvollziehen, beispielsweise habe ich ein Video relativ am Anfang gemacht, das war ein Hubschrauber-Einsatz, hieß der Titel, und ja, da habe ich irgendwie 4000 Aufrufe, warum, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, ich habe wirklich keine Ahnung. Für mich war das schlechteste Video überhaupt, weil das waren, glaube ich, 10 Stunden aufgenommen, und ab 10 Stunden oder so hat es dann bei mir angefangen, ja, asynchron zu werden, das ganze Video. Das ist halt ein Problem, und warum das 3000 bis 4000 Aufrufe hat, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich persönlich würde da noch nicht mal ein Like geben, oder ich würde da sogar einen Daumen runter geben, wenn ich ehrlich bin, weil es war aber trotzdem ein Video, wo ich gesagt habe, komm, lass das mal hoch, war trotzdem ein bisschen Inhalt drin. War auf jeden Fall auch lustig, und deswegen habe ich das damals hochgeladen. Ja, so, wir kommen, ich habe ja auch eine kleine Themenaufzählung gemacht. Kommen wir zum ersten Punkt, nämlich die Aufwertung des Kanals. Was versteht man darunter? Im Grunde versteht man darunter, dass ich den Kanal ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen anpassen werde. Von der Qualität im Bild her weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich das noch am besten machen könnte. Ich nehme mit Fraps auf, ich verarbeite meine Videos mit Sony Vegas. Ob es da wirklich noch eine Steigerung geben kann, weiß ich gar nicht. Weiß ich wirklich nicht. Da muss ich wirklich mal gucken. Von der Qualität her. Aber es gibt trotzdem noch einige Griffe und ja, Sachen, wo man wirklich einstellen kann. Auch die Übergänge etc. kann man alle ein bisschen einstellen. Und ja. Das ist auf jeden Fall, ja, da will ich auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Des Weiteren will ich natürlich dann auch sagen, komm, ich mach mal irgendwann Intro mit After Effects eventuell. Wobei die Software sehr viel kostet, wo ich glaube ich nicht ausgeben will unbedingt. Deswegen vielleicht werde ich es auch nur mit GIMP machen oder irgendwas. Ich weiß nicht, wie ich das am besten mache.
Vielleicht auch nur, vielleicht gibt es auch eine Testversion von After Effects, wo man mal nehmen kann, so ein Intro machen, etc. Vielleicht gibt es auch Vorlagen, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall habe ich ein Intro vor. Vielleicht das Spider-Man, was schon fertig ist, ist ein Endscreen. Das ist, habe ich auch relativ viel Mühe gegeben für. Sieht cool aus, finde ich, meiner Meinung nach. Wird man eventuell in diesem Video auch sehen dann am Ende. Muss ich mal gucken, ob ich das einbinde. Auf jeden Fall wird dann das letzte Video ein bisschen abgespielt, also die besten Szenen davon, sowie natürlich auch Übergänge zu anderen Kanälen etc. Da hinten sieht man gerade, es fällt ein Subdit-Trap runter. Jo. Jetzt könnte ich im Grunde genommen campen, aber mit der Waffe schaffe ich glaube ich nur 1 Kilometer oder so. Und ich meine, das sind über 2 Kilometer. Ja, 1,6 Kilometer. Können jetzt einfach mal ein bisschen spotten oder ein bisschen Augenmerk drauflegen. Ja, auf jeden Fall, was wollte ich noch sagen? Genau, Aufwertung des Kanals. Wie gesagt, Endscreen soll noch rein, dass ich bei dann unter meinen Titel soll noch ein bisschen Information kommen. Informationen zum Server habe ich ja schon seit einer bestimmten Exile-Folge. Beispielsweise bin ich hier auf dem Storhox-Server. Ja, und da soll es einfach noch ein paar Informationen geben, vielleicht auch mit Hardware. Also was für Hardware benutze ich? ATC. Also da wird wirklich einiges kommen. Unter dem Titel auch, was für eine Musik, was für ein Sound etc. ich verwende. Da habe ich alles vor. Ja, und dann kommen wir auch noch zum nächsten Punkt. Das ist auch, gehört auch eigentlich zur Aufwertung des Kanals. Und zwar noch zwei Portale. Zum einen will ich ein Twitter-Portal machen. Den muss ich noch komplett einrichten. Wird noch ein bisschen dauern, denke ich mal. Und zum anderen, das ist eine Sache, wo ich schon ein, zwei Mal drauf angesprochen worden bin, will ich mit Twitch anfangen, jedoch aber nicht aktiv. Also ich will da wirklich nur am Wochenende, denke ich mal, streamen, vielleicht mal unter der Woche, je nachdem. Also ich denke mal, das kann mir gut Spaß machen. Ob es dann im Endeffekt so ist, das kann man erst sagen, wenn man es getestet hat. Und das will ich auf jeden Fall testen. Ich bin jemand, der Sachen nun austestet und dieses, ja. Twitch werde ich dann auch benutzen, werde ich dann auch streamen, aber ich werde keinen Exile damit streamen, ich werde da im Grunde genommen dann auf dem Live-Server streamen und da kommen wir zum, das wird der letzte Punkt sein, so in der Art. Ja, und da werde ich einfach ein bisschen, da muss ich natürlich auch ein bisschen was vorbereiten, ich will immer, dass alles im Grunde genommen schon von Anfang an mehr oder weniger passt, deswegen Overlay beispielsweise, was ich selbst erstelle. Pause-Screen etc. Also da wird es noch ein bisschen was geben zu arbeiten. Und ja, mal schauen, wie das Ganze entwickelt. Bei Twitter muss ich auch das komplett einrichten. Jedoch wird man es, also sobald es komplett eingerichtet ist, wird man dann sowieso die Information bekommen in einem Video oder so. Muss man mal schauen. Und bei Twitch sowieso, also da werde ich meinen ersten oder die ersten paar Streams werde ich sowieso hier ein bisschen ankündigen. Für jeden, der Bock hat halt im Grunde genommen nur. Da einfach mal reinzuschauen, reinzustuppern. Ne? So, und ja, da kommen wir jetzt dann zum nächsten Punkt, nämlich die Vergangenheit und die Zukunft. Wir fangen natürlich mit der Vergangenheit an. Ja, und zwar hat ja das Ganze angefangen, oder dieser Kanal hat angefangen, damals, als ich meinen eigenen Server gemacht habe. Das war eine gute Entscheidung, sage ich mal. Ich wollte ein bisschen Werbung machen, habe gedacht, komm, ich mache mal einen Kanal, oder der Kanal stand schon vorher, klar. Oder einem anderen Namen auch. Aber ich habe dann gesagt, komm, ich mache den, ändere den Kanal kurz mal um zu Detonation Gaming, mache da ein, zwei Videos und lade sie dann hoch. Im Grunde genommen hat es mir was gebracht. Der Server hatte damals, glaube ich, 20 Spieler oder so. Also ich habe da schon relativ gut Aufrufe gemacht oder Leute, die sich dafür interessiert haben, haben sich das auf jeden Fall auch angeschaut. Und so hat der Kanal angefangen. Dann habe ich mal eine Zeit lang, das waren glaube ich 20, 30 Folgen, im Grunde genommen alleine das Zocken auf einem Arma 3 Overpoch-Server. Muss ich ehrlich sagen, ich hatte auch schnell keine Lust mehr. Ich habe zwar die Videos gemacht, weil ich den Kanal immer noch oder die Abonnenten einfach behalten wollte, aber ich hatte wirklich keine Lust mehr und dann habe ich das gelassen. Und dann, ich glaube, ein halbes Jahr kam dann gar nichts mehr von mir auf YouTube. Und dann habe ich gedacht, komm, lad's mal ein Video hoch oder lad's mal, ich nehme ja sowieso bei Live-Servern immer auf, mit OBS am meisten, weil das am wenigsten Datei macht. Klar, die Qualität ist dann beschränkt, ne?
So, ich muss mal Nightvision anmachen. Ja, und da habe ich dann angefangen aufzunehmen. Da habe ich gedacht, komm, die Szene nimmst du mal die Szene, ladest die mal hoch. Und wie man sehen konnte, also es hat sich unglaublich gut entwickelt und ich hätte es niemals gedacht. Also ich mache ja die Videos nur für mich. Ich habe ja die ersten Lakeside-Videos beispielsweise gemacht, einfach nur in der Community, habe ich die dann beispielsweise im Forum hochgeladen oder sonst was, oder gezeigt oder verlinkt, ne? Und was da lustig war und so weiter. Und ja, so ist es entstanden. Ich habe dann auch hier relativ viel Abonnenten dazu bekommen durch Lakeside. Und dann gab es natürlich das Problem, ich war ja in Lakeside, ich habe ja beispielsweise für mich erfolgreichstes Video war dieser Spot oder State Einsatz, wo ich ein State Praktikum gemacht habe und da zur Bank gegangen bin und diese Bank dann alleine geklärt habe im Grunde genommen. War das erfolgreichste Video, kann ich nur empfehlen. Und mir persönlich macht es immer wieder Spaß, das anzuschauen, weil es mich immer an eine bestimmte Sache erinnert, nämlich mein Einstieg in die State. Und ja, State ist auch ein gutes Stichwort. Ja, man hat ja, oder ich habe ja schon in einem Video gesagt, was passiert ist. Es war so, dass wir hätten aufgelöst werden sollen. Und also das war fest und ohne mit uns vorher zu sprechen oder irgendwas zu sagen, komm, könnt ihr mal das verändern oder sonst was, wurden wir von einer Sekunde auf die andere aufgelöst. Und wir sind eine Gruppe. Ich war zu dem Zeitpunkt nur 2 Wochen dabei, deswegen will ich nicht sagen, dass das, also, wie soll ich das sagen, ich will nicht sagen, dass das hier so war, dass ich was groß zu melden hatte, ne? Ich war 2 Wochen dabei und wir haben uns dann entschlossen zu kündigen damals und einfach auch zu dem Grund, weil wir uns das nicht bieten lassen. Aber das ist auch ein Thema, wo ich schon mal thematisiert habe. Da will ich eigentlich gar nicht drauf eingehen. Jedenfalls haben wir gekündigt, haben den Server komplett verlassen. Eine richtige Entscheidung auf jeden Fall. Weil was sich da halt verändert hat, ist ins Negative gegangen. Und ich konnte wirklich diesen Server, habe ich so ins Herz geschlossen. Und es war so eine bittere Enttäuschung wieder mal. Und deswegen war es für mich dann auch am Zeitpunkt zu sagen, nee, mach ich nicht mehr. Und somit bin ich mit meinen Mates, haben wir jetzt natürlich auch einen anderen Server gefunden, mehr dazu im nächsten Ding, aber wir machen sowieso gerade die ganzen Themen durch, weil jetzt kommen wir dann auch zu den letzten 2 Punkten direkt. Auf jeden Fall, wir werden dann auf den KW-Server anfangen, wir werden dort anfangen als Federal Police, das ist auch eine Regierungspolizei, sage ich mal, wo wir die Gruppe, wo wir alle als Rang 3 einsteigen werden, wir werden bei Ausbildung helfen, wir werden da überall helfen, wir werden ein bisschen rekruten, einweisen und wir wollen natürlich, dass das Ganze ein richtig geiler Hardcore-RP-Server wird und deswegen wird er auch von unserer Seite auf jeden Fall konsequent durchgegriffen, wenn jemand Scheiße machen sollte, muss da auf jeden Fall geguckt werden, dass das dann auch relativ schnell erledigt wird, na, und muss mal halt gucken, also wie sich das Ganze entwickelt. Jeder kann mal Scheiße bauen, klar, aber wer es halt zu oft macht, der muss halt mit bestimmten Sachen dann rechnen, denke ich mal. Ich werde auf jeden Fall mich dann da melden und sagen, nee, geht so nicht. Ja, also wenn es RP beispielsweise wirklich super schlecht ist, aber ich meine, RP machen ist, man kann sich anstrengen. Und wenn sich jemand nicht anstrengt und das RP einfach nur so grottenschlecht ist, dann hat man da nichts verloren, ganz einfach. Meine Meinung, ja. Und wir werden die Federal Police stellen. Wir sind ein eigenes Department. Es wird das Department des Sheriff, also Sheriff Department geben. Es wird das FBI, wobei das, glaube ich, anders heißen wird. Ich weiß aber gar nicht mehr den Namen. Also aber sowas wie das FBI. Also wird die Arbeit des FBI nachgehen. Dann wird es natürlich auch noch die Federal Police geben, was unsere Wenigkeit sein wird. Und ja. Also wie gesagt, wir werden auch gleichzeitig das SWAT stellen, das heißt wir gehen in Spezialeinsätzen etc. Ich muss unbedingt was trinken. Und dann werden wir dort auf jeden Fall werden wir da wieder richtig Spaß bekommen. Ich habe so Bock wieder RP zu machen, ich habe so Bock wieder so lustige Situationen zu erleben. Das glaubt ihr gar nicht. Also das ist wirklich ein krasses Ding. Ich kann es gar nicht mehr abwarten. Heute, also Freitag, ist die Rekrutenausbildung. Und da werde ich auch als Ausbildungshelfer dann
vor Ort sein. So, jetzt geht's wieder. Als Ausbildungshelfer werde ich dann wieder vor Ort sein und werde dort auch helfen. Genau. Ja, und auf jeden Fall, also der Server, der wird auch noch verlinkt sein hier drunter. Da kann man sich jetzt schon natürlich bewerben und mit dem bald ins Gespräch. Sollte man die Regeln kennen einfach. Und ja. Ich hoffe also, dass man vielleicht auch mal den einen oder anderen dann dort sieht oder antreffen kann. Von meiner Wenigkeit war es im Grunde genommen schon. Ja, nochmal ein fettes Dankeschön an jeden Einzelnen. Das war eigentlich das Video. Ich bin ja auch ehrlich gesagt kein Fan von Kommentieren großartig oder so ein Selbstgespräch führen wie jetzt. Dennoch, 500 ist eine Zahl und man muss sich natürlich auch ein bisschen drum kümmern. Ne? Viele mögen so, wie ich es aktuell mache, ohne dass ich irgendwie auf die Community eingehe, was natürlich auch ein bisschen blöd ist, aber ich mache nur mal meine Videos nicht einfach so. Ne? Ich will da was veröffentlichen, wo vielleicht eine gute Szene ist. Aber klar, ich muss gucken, dass das Ganze aktiv bleibt, wenn ich 2 Wochen kein Video bringen werde, weil ich keine gute Szene habe. Wäre blöd, deswegen stelle ich dann auch mal eine Szene hoch, die Mittel gut ist, sag ich mal. So, das war's für meinen Teil. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Wenn nicht, wird es dafür bestimmt noch ein anderes Video geben. Wie gesagt, Twitch-Streams werden dann angekündigt. Alles wird dann eventuell unter diesem Video verlinkt sein. Vielleicht wird auch noch ein Screen dabei sein. Ich wünsche euch was. Haut da rein. Und ja, man sieht sich oder hört sich, ne? Ciao.